herzlich willkommen in unserem Haus. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir kämpfen hier in diesem Haus gegen jede Art von Diskriminierung, von Sexismus, von Rassismus, Antisemitismus und das tun wir jeden Tag. Ich bin ja die Ministerin des BMFSFJ. Es geht um Familien, es geht um Senioren, es geht um Frauen, es geht um die Jugend. Und die ganze Vielfalt, die finden wir hier. Alle sind hier heute da und freuen sich über das große Interesse, freuen sich darüber, dass Menschen sich hier aufgehoben fühlen und auch als Betroffene sich hier öffnen, ihnen gegenüber und Hilfe suchen und dass wir helfen können. Das ist großartig. Ich finde, es ist unsere Pflicht, jetzt auch was zurückzugeben an die Kinder und Jugendlichen. Und deswegen haben wir das Corona-Aufholprogramm gemacht. Für mich ist Demokratie nicht nur mitstimmen dürfen, sondern für mich ist Demokratie Respekt voreinander haben. Und das müssen wir lebendig halten. Wenn wir in dieser Krise uns gegenseitig stärken, dann kommen wir auch gut gemeinsam durch diese Krise. Damit wir eben diesen Zusammenhalt, den wir haben in Deutschland, nicht zerbröseln lassen, sondern stärken.